Grüß euch, grüß euch, grüß euch, liebe Zuseher. Hey, von ich sehe, dass sie da sind. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich sage Ihnen was. Alle unsere Nasenschnäuzler sind Schätze, oder? Da sind wir uns, glaube ich, einig. Da lassen wir nichts drüber kommen. Da fährt die Eisenbahn drüber. Ganz klar. Aber es gibt eben auch Hidden Gems, verborgene, verdeckte Schätze da draußen unter den Hunderassen. Und dafür bin ich auch da. Hier und da mal einen solchen Hidden Gem, einen versteckten Schatz auszugraben und Ihnen zu präsentieren. Vielleicht kennen Sie den ja noch nicht. Nun, bei der Hunderasse, die ich heute hier in diesem Video behandle, könnte es sich um solch ein Hidden Gem handeln. Sehen wir uns das mal an. Vielleicht sind Sie ja so wie ich, gleichzeitig von Riesenschnauzer und deutschen Schäferhund angetan. Ich weiß schon, diese beiden tollen Hunderassen ähneln sich optisch so gut wie gar nicht. Aber häufig sprechen sie dasselbe Publikum an. Ja? Vielleicht haben sie ja in Zukunft vor, sich eventuell einen Schnauzer oder einen deutschen Schäferhund zuzulegen. Nur können sie sich noch nicht wirklich entscheiden, welcher von beiden es denn nun werden soll. Ja? Ich habe da einen Vorschlag für Sie. Vielleicht sollten Sie sich etwas mehr mit der Rasse Picard auseinandersetzen. Der könnte eine Alternative darstellen. Ja. Der Berger de Picardie ist einer der ältesten französischen Schäferhunderassen, dessen Ursprung bis ins Mittelalter zurückreicht. Nach den beiden Weltkriegen wäre diese Hunderasse beinahe ausgestorben gewesen, doch mit einigen wenigen Hunden belebte man ihn wieder neu. Zum Glück, toller Hund. Wir haben hier einen Hund mit Schulterhöhen zwischen 55 cm, das ist die Unterkante für Hündinnen, bis zu 65 cm. 22 bis 35 Kilo Gewicht wirft der Picard auf die Waage. Das sind Maße, die mich sehr an meinen Hund Vito erinnern. Auch der weist eine Schulterhöhe von 65 cm vor und hat aktuell zwischen 37 und 38 Kilo. Es sind also keine Riesen, aber es sind große, stattliche Hunde. Eine Besonderheit des Picards ist seine Fellbeschaffenheit, meiner Meinung nach. Der Rassestandard spricht hier von mittellangem, harten Fell, das sich rau anfühlt. Ich möchte sagen, die Bezeichnung Langstock-Rauhaar wäre nicht so verkehrt. Die Farben bewegen sich von blond bis zu schwarz und alles, was dazwischen ist. Gefleckt darf er nicht sein, aber er darf weiße Abzeichen auf Brust und auf Pfoten zeigen. Zumeist sieht man sie in blond, rotblond, graublond, auch graurot habe ich schon gelesen, in hellgrau, dunkelgrau, grauschwarz. Mit einem dunkelgrauen Picard durfte ich schon mal arbeiten, doch dazu etwas später. Eine weitere Besonderheit meiner Meinung nach ist die Ohrenstellung dieses Hundes, denn selten sieht man bei Hunden mit derartiger Fellbeschaffenheit ein natürliches Stehohr. Der Picard hat eines und das steht ihm ziemlich gut zu Gesicht, möchte ich meinen. Die Gesamterscheinung zeigt uns einen ziemlich urtümlichen, schäferhundetypisch aufgebauten Hund. Lieber Zuseher, ich weiß nicht, ob Sie schon mal das Glück hatten, vor einem Picard zu stehen. Ich durfte das schon öfter auf Ausstellungen. Und wie gesagt, ich habe auch schon mal mit einem dunkelgrauen Rüden gearbeitet und ich sage Ihnen was. Diese Kombination aus Fellbeschaffenheit des Picards mit der Ohrenstellung und seinem Bewegungsbild, ja, das strahlt eine Aura auf mich aus, die eines Hybriden, eines Schnauzers und eines Schäferhundes. Ich weiß schon, der Picard sieht weder aus wie ein deutscher Schäferhund und auch nicht wie ein Riesenschnauzer, ist schon klar, aber Vielleicht empfinden Sie das ähnlich wie ich, wenn Sie mal vor einem Picard stehen. Wissen Sie, was ich meine? Deswegen sprach ich von einer tollen Alternative zu beiden Hunderassen. Das ist ein sehr drahtiger, doch recht stattlicher, urtümlich aussehender, aber klar erkennbarer Schäferhund. Das ist der erste Eindruck, der auf mich wirkt, wenn ich vor einem Picard stehe. Auch der Charakter des typischen Picards ist ein fantastischer, möchte ich sagen. Das ist ein Schäferhund. Durch und durch. Ein hundertprozentiger Schäferhund. Er ist familientauglich. Er ist absolut leistungsfähig. Triebig.
ein exzellenter Wach- und Schutzhund wie die meisten Schäferhunderassen und er ist sehr lernbereit, wenn Sie ihn mit dem Schmäh packen, wenn Sie ihn mit Tricks packen, wenn Sie sich auf die Eigenständigkeit, die dieser Hund in einem Ausmaß zeigt, das etwas höher ist als bei den anderen typischen Schäferhunden, feinjustieren. Wenn Sie sich auf den Charakter dieser doch ausgeprägten Eigenständigkeit, die der Hund vorweist, einstellen, dann ist mit diesem Hund fantastisch zu arbeiten. Schauen Sie, ich sage Ihnen was. Jeder Schäferhund, wenn er den Rassestandard vertritt, charakterlich, weist einen Will to Please vor. Einen guten Will to Please. Anders geht's nicht. Schäferhunde müssen mit ihren Besitzern zusammenarbeiten können. Ein fehlender Will to Please ist hier fehl am Platz. Ja? Alle Schäferhunde sind Hunde, mit denen man gut arbeiten kann. Doch es gibt Schäferhunde mit ausgeprägterem Will-to-Please und Schäferhunde mit weniger ausgeprägterem Will-to-Please, weil sturer. Verstehen Sie, was ich meine? Dem Picard sagt man nach, dass er schon manchmal einen Sturkopf haben kann. Doch ich sage nochmal, es ist absolut keine Hexerei, diesen Hund mit Tricks zu packen. Und wenn Sie das tun, wenn Sie sich auf den Charakter dieses Hundes einstellen, ist das ein fantastischer Gebrauchshund zum Beispiel, ein fantastischer Hund, fantastisch zu führender Hund. Ich sagte vorher schon, ich durfte mal mit einem Picard arbeiten, in den 90er Jahren, Mitte 90 muss das gewesen sein, hatten wir zu uns bei unserem Platz einen Gast, einen Herrn mit einem dunkelgrauen Picard-Rüden, ein fantastischer Rüde, stattlich, herrliches Wesen. Ich sah mir die Unterordnung an, ein Top-Hund. Liebe Zuseher, das sage ich Ihnen. Ich war damals noch Figurant, also Schutzhelfer und hatte die Ehre, mit diesem PK an der Schutzarbeit zu arbeiten. Bis zu diesem Zeitpunkt fokussierte ich mich noch eher weniger auf französische Schäferhunde, obwohl wir einen Bouzereau, eine Bouzereau-Hündin bei unserem Platz hatten. Wegen was auch immer, ich weiß es nicht mehr. Doch nach der Schutzarbeit mit diesem PK änderte sich das. Ich sah von dem Tag an französische Schäferhunde mit völlig anderen Augen. Ein toller Hund gewesen. A la Bonheur, das sage ich Ihnen. Der Picard ist für mich der typische Abenteurerhund, wenn ich so sagen kann. Ich schreibe mit einigen Zusehern meines Kanals privat. Einer meiner treuesten Zuseher ist der Christian aus dem Waldviertel. Servus Christian, er ist im Besitz von Endra. Diese Hündin habe ich in der Videoreihe unsere Hunde schon vorgestellt. Die Riesenschnauzerhündin. Christian stellt den typischen Picard-Besitzer meiner Meinung nach dar. Das ist ein Abenteurer, der mit seiner Riesenschnauzerhündin ja durch die Wälder zischt, über Berge hiked. Alles tut, was ein Hundeabenteurer mit dem dazu geeigneten Hund tut und beide glücklich macht. Der Picard ist ein Hund für solche Leute. Äußerst wetterfest, äußerst leistungsfähig, gewillt bei jedem Spaß dabei zu sein. Es ist aber genauso ein typischer Schäferhund, der gerne auch mal mit der Familie zu Hause relaxt. Und der auch einen tollen Spielkameraden für Kinder darstellt. Allerdings für Kinder, die schon wissen, wie der Hase bei Hunde läuft. Sie verstehen schon, was ich meine. Und es ist ein Hund, der die Eigenschaft hat, seine Größe und Stärke, die ja vorhanden ist beim Picard, zum Schutz ihrerseits einzusetzen und die auch einsetzen zu können. Ich sage Ihnen was, 99% aller Schäferhunde da draußen verfügen über ausgeprägten Wach- und Schutztrieb. Und 99% aller Schäferhunderassen da draußen können den auch körperlich umsetzen. Der Picard macht hier keine Ausnahme nicht. Ja? Frankreich hat viele, viele tolle Hunderassen ins Leben gerufen. Ob das sind Begleithunde, Molosser, Jagdhunde, oder eben auch Schäferhunde. Und wenn wir uns bei den Schäferhunden zum Beispiel ansehen, einen der bekanntesten französischen Schäferhunde, den Bouzereau, Berger de Bus oder den Briard, Berger de Brie. Es gibt mehrere französische Schäferhunderassen. Alle gefallen mir wahnsinnig gut. Das sage ich Ihnen. Das möchte ich gleich gesagt haben. Doch würden Sie mich vor die Wahl stellen und sagen, Ronne, such dir einen französischen Schäferhund aus. Ich würde mich für den Picard entscheiden. Und hier höchstwahrscheinlich für einen dunkelgrauen. Wahrscheinlich hat aus dem Grund, weil dieser Rüde damals in den 90ern auf mich derartigen Eindruck hinterlassen hat. Ja. Der Grund, weshalb das so ist, liegt höchstwahrscheinlich in dieser Aura, die dieser Hund auf mich ausstrahlt. Denn ich bin ein riesengroßer Schnauzer-Fan und ein genauso großer deutscher Schäferhunde-Fan. Und der Hund wirkt auf mich wie ein Hybrid aus diesen beiden. Wiederhole mich jetzt zum dritten Mal, deswegen ging er für mich als tolle Alternative zu beiden Hunderassen durch.
Außerdem verfügt er über diesen wahnsinnig tollen Schäferhundecharakter. Familientauglich, triebig, nicht zu triebig, überschaubar triebig, aber Triebigkeit ist da, leistungsfähig, toller Wach- und Schutzhund. Und außerdem ist er ein Hund, der ganz genau in meinen Erziehungsstil hineinpassen würde. Aus einem Picard würde ich einen folgsamen Banditen formen, glauben Sie mir das. Der Hund würde sich dazu eignen, angeknüpft an mein vorheriges Video. Ja, natürlich hat auch der Picard Nachteile, nicht nur Vorteile zu bieten. Die Nachteile sind allerdings eher im Bereich unsportlicher Besitzer zu finden. Schauen Sie, man sollte selbst mit der triebigsten Hunderasse nicht übertreiben. Das ist kontraproduktiv, ist nicht von Vorteil. Aber gewisse Hunde brauchen körperliche und geistige Beschäftigung, damit sie gerade laufen, charakterlich ihnen nicht davonlaufen, damit sie rund laufen. Der Picard zählt zu solchen Hunden. Das ist ein Hund, der schon körperliche und geistige Aufgaben benötigt. Das sind Hunde, die für hunderte Jahre lang gearbeitet haben. Ein unsportlicher Besitzer, ein Mensch, der vielleicht körperlich dazu nicht mehr fähig ist, mit dem Hund wirklich was zu unternehmen oder der nicht gewillt ist, was zu tun, der eignet sich eher weniger für einen Picard. Das ist einer der Nachteile dieses Hundes. Ja, doch sonst ein absoluter Top-Hund. Ein Geheimtipp, ein Hidden Gem, ein versteckter Schatz. Der Berger de Picardie. Ja, liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.